Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, ja, Digimon World Next Order. Ja, Himari Saatpflanzen ist unsere nächste Aufgabe. Ich bin schon da mit Tyrannomon. Und wie ihr unten seht, ist die Disziplin schon ganz schön nach unten gerauscht. Es tut mir leid für Blue Meramon. Und es tut mir jetzt leid für den Zug, der hier durchrollt. Ich muss da mal auf Geschichte gehen. So, hier brauchen wir 49 und dann können wir entweder Metall-Tyrannomon bekommen, Metall-Greymon oder vielleicht auch ihn hier, keine Ahnung. Das werden wir noch sehen. Ich glaube aber eher nicht, dass wir War-Growlmon bekommen. Deswegen gucken wir mal, was mit dieser Saat so abgeht. Im letzten Part haben wir Taumon getroffen und auf dem Logik-Vulkan-Park ordentlich auf die Fresse bekommen, teilweise. Du hast die verbotene Saat eingepflanzt. Komm in 24 Stunden wieder, um zu sehen, was passiert ist. Ah, okay. Und wegen diesem Scheiß habe ich jetzt dorthin gemusst. Es sind noch keine 24 Stunden. Oh Mann. Hätte ich mir ja denken können, dass es wirklich 24 Stunden sind. Ja gut. Ist etwa 5. Na dann. Verpiesen wir uns wieder. Was heißt es jetzt? Gehen wir mal die Digimail lesen. Oh. Hier in die Stadt zurück. Bla bla. Habe ich schon alles durch. Was? Danke. Vielen Dank nochmal. Das ist ein. Noch andere Menschen außer mir und Himari gibt eine große Erleichterung. Ich bin so froh, dass wir uns begegnet sind, aber es hat echt komisch. Was? Aber es ist echt komisch, dass jemand zwei Digimon-Partner hat. Echt komisch. Warum? Es ist wichtig. Zum Logik-Vulkan-Park sind wir. Taumon ist echt komisch. Ja, das ist so. Taumon ist ziemlich komisch sogar. Aber gut. Weitere Hochebene. Hey, ich hoffe, ihr habt bald Hunger. Bitte. Ja, die können sowieso nichts. Lasst das mal stecken. Ja, der Logik-Vulkan-Park. Der hat es echt in sich. Zum Beispiel bei dem Gotsumon. Metor-Gotsumon. Das war nicht gerade angenehm. Was wollt ihr, Mann? Numemon. Ja, vielleicht gibt's noch was. Tschüssi. Bäm, bäm, bäm. So muss das. Wenn ihr jetzt noch auf die Toilette wollt, sagt's jetzt. Ich komme da nicht zurück. Ich angel hier nochmal eine Runde. Nur um sicher zu gehen, dass ich genug Fische habe. Digi Bitterling. Nochmal. Mit Gefühl. Na? Na komm schon. Yeah, so muss das. Digi-Krustentier. So muss das. Nochmal. Mitgefühl. Das war nicht mit Gefühl, Mädel. Nochmal, Mitgefühl. Na los. Gib Gummi, kleine Lady. Oh yeah. Digi-Krustentier. Oh. Jetzt haben wir Nacht. Dann kommt mal her. Hier. Oh, sehr nice. Viel Spaß beim Essen. Super. Niedrig. Darf ich mal? Oh Mann. Ich hoffe, ich sehe das irgendwo. Scheint mir nicht so der Fall zu sein. Digikoi. Okay. Digikarpfen. Ich glaube, Meramon ist bald voll. Yep. Auch er ist vollständig gefüllt. Ich glaube, morgen. Ja. Oder vielleicht noch heute. Also, wie soll ich sagen, in der Digi-Welt. Morgen. Könnte sich schon digitieren oder
auch noch heute, je nachdem, wie stark die noch werden gleich. Ich werde noch ein bisschen trainieren. Floatien Marktplatz. Oh yeah. Mir ist sogar noch ein Fail passiert. Ich durfte alles nochmal nachspielen, weil ich meinen eigenen Spielstand drüber geballert habe. Ich Vollidiot. Aber gut. Oh, nice. Jetzt haben wir zum Glück wieder alles so gemacht, wie es sein muss. Ja gut, was machen wir jetzt noch? Gehen wir auf Weichen bei beiden? Ich glaube schon, ne? So, wow. So ist es schön. So mag ich das. Oh yeah. Ich hoffe, ihr sterbt nur nicht. Meramon. Vor allem du, da du 3 Tage älter bist als mein gutes Tyrannomon. Das wäre jetzt nicht so cool. Oh, ihr wollt pennen? Na dann. Abmarsch ins Bettchen. Ich finde es so cool, wenn sie sich mal weiter digitiert haben, dass sie sich endlich mal benehmen. Ist jetzt bei 48. Okay. Okay. Braucht ihr was zu fressen? Ja, ihr braucht was zu fressen. Dann gebe ich euch was zu fressen. So, Digi Bitterling. Viel Spaß. Du sagst mir, wann du digitierst, ne? Wäre cool, wenn das bald geschehen würde. Jop. Oh yeah. Und jetzt noch ein einziges Mal. Und jetzt sollte er sich digitieren. Nicht? Dann jetzt bitte. Dein Ernst gerade? Ich wollte gerade sagen. Und yeah, Tyrannomon! Digitiert zum Ultra-Level! Zu Metal Greymon! Blau! So läuft es im Ultra-Modus! Oh yeah! Partner! Zustand! Ultimate! Also ultimativ! Yeah! Eine Stärke von 2000. So muss das. So. Jetzt, da wir endlich stark genug sind mit unserem Ultra-Level-Digimon, sollte das eigentlich easy going gehen hier. Hey, Birdramon. Schön, dich wiederzusehen. Wir müssen aber mal die gute weite Welt wartet auf uns. Und wir prügeln uns einfach ein bisschen durch. Wenn sich jemand noch digitiert, wie zum Beispiel Blumeramon von mir aus, gerne. Ich hoffe, du stirbst nur nicht, während wir unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, ob das passieren kann. So, hau mal drauf. Ja, das läuft doch. Definitiv. Und sie wollen gelobt werden. Kein Problem. Jetzt kann auch alles wieder gesteigert werden. Ja, du hast Digitation-Info von Black Walk Raymon erhalten. Yeah. Black Walk Raymon ist ja übelst nice. Das gefällt mir. Ich hoffe, ich bekomme Black Walk Raymon. Irgendwann mal. Muss ja nicht jetzt gleich sein, aber im Verlauf des Spiels einfach. Das wäre so geil, so ein episches Mega-Digimon zu haben. Super. Besiegt. Ist hier noch einer? Hallöchen. Ja, gut. Ihr habt gerade ziemlich auf den Putz gehauen. Jetzt bekommt ihr wieder Fleisch. Und das gleich zweimal. Gut. Jetzt prügelt ihr aber bitte wieder. Dankeschön. Jetzt darf ich endlich wieder normal sein. Jetzt darf ich nicht nur wieder Fisch futtern.
oder Fisch denen geben. War schon ein bisschen mies. Stimmt's? Black. Oder besser gesagt. Metall Greymon. Oh nö. Wollte ich gar nicht. Egal. Hauen wir Goblimon noch ein bisschen auf den Arsch. Juhu. Oh Mann, halt die Backen. Zu kalt die Backen. Wir sind hier gerade auf einer Mission. Wir klatschen hier Gegner, um War Greymon zu erhalten oder so. Wartet mal. Wir können es ja mal angucken. Nicht Zustand, Geschichte. Was können wir schon? Black War Greymon haben wir noch nicht erhalten. Nur Boltomon können. Also Boltmon könnten wir schon erreichen, aber nee. Ich bin nicht so einer. Tut mir leid. Aber ich wette, es wird zu Boltmon. Nur ist die Frage, nach wie vielen Tagen. Geht es lange? Wer weiß. Digimail. Sollten wir eigentlich alle mal lesen? Hilf mir. Togemon haben wir. Ja, super. Die habe ich nie gelesen. Supi. Du da? Ja, du. Komm mal kurz her. Nahe Ebene, Höhleneingang oder sowas ähnliches. Ich habe eine dringende Bitte. Ernsthaft, was soll das heißen? Das klingt dubios. Das ist überhaupt nichts dubios. Vom schönsten Trainer aller Zeiten. Oh Gott. Dein Ernst? Das habe ich offscreen schnell kurz gelesen. Alte Kabelbahn. Warte mal. Wie geht das nochmal? Karte? So? Vielleicht? Zum Kraftwerk 1. Was ist dann der Höhleneingang? Ich dachte, das sei der Höhleneingang. Aber okay. Sieht einfach aus wie ein Höhleneingang. Wir gucken hier mal auf der Karte. Wo ist dann der scheiß Dingens? Hallo? Willst du mich verarschen? Höhleneingang. Na, Ebene, Höhleneingang. Und das wäre ja hier Höhleneingang. Meine Herren! Verarschen kann ich mich selbst. Wir nehmen mal die Materialien mit. Notwendigerweise. Dann haben wir sie auf jeden Fall. Und ja, ich weiß, wo das Lager ist mittlerweile. Ich gucke hier trotzdem mal vorbei. Vielleicht kann ich da noch was triggern. Hi. Was bist du? Gabumon Level 6. Oh. Du willst Stress? Kein Problem. Kein Problem, wie gesagt. Das ist nicht umsonst. Ja, ein Ultra-Digimon. Ihr wollt es wirklich übertreiben, ne? Sorry. So läuft's bei mir. Tut mir leid. Angriffsplugin? Bitte nicht. Was will ich damit? Was will ich damit? Das ist doch echt lächerlich. Tschüssi. Oh, ihr wollt wieder mal gelobt werden, auf jeden Fall. Dürft ihr auch. Ihr macht immer alles Ratzeputz kaputt. Oh, Boltmon und War Greymon Schlüsseldigi. Yeah. Geschichte. Metall Greymon. Jo. Ausdauer bräuchte ich noch und Bindung auf 75. Okay. Ich hoffe, das geschieht nie. Aha. Hier kommen wir noch nicht durch. Oh. Hi, Kabuterimon. Ihr wollt's wirklich übertreiben, Goblimon? Ich würde nicht. Hm? Dich noch nie gesehen. Sehen seltsam aus. Ich, Kabuterimon. Stark sein wollen, du mich trainieren. Sehen, wie stark ich sein. Du mit mir kämpfen. Aber ich sagen, ich ganz schön stark, richtig stark. Hm. Also los. Dann kämpfen wir. Auf jeden Fall. Mal gucken. Oh, Ultimate Ninja Storm. Ninja Storm 4 ist runtergeladen. Ja. Denn, Road to Boruto ist draußen. Und das möchte ich mir doch schon gerne ziehen.
Au, 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 du stark, wie du trainieren, trainieren in Stadt Floatien. Besser als hier draußen. Okay, in Stadt trainieren wollen. Auch gut mit Werkzeugen. Kaputtiermann hat sich der Stadt angeschlossen. Oh yeah. So muss das, Freunde. Jetzt haben wir noch Kaputtiermann in der Stadt, in der Hood. Mal schauen, was uns das bringt. Sind wir gerade in der Nähe? Ja, sind wir. Sogar ziemlich in der Nähe. Wenn ich hier ein selbstgebautes Klo jetzt hinstellen würde, wäre es Verschwendung. Denn ihr dort oben einfach mal hinrennen, meine Friends. Ihr könnt gleich scheißen gehen. Jo, ihr seid jetzt Erwachsene. Ihr könnt ein bisschen zurückhalten, bitte. So. Hier sind wir schon. Viel Spaß dabei. Und weiter geht's. Haben wir hier noch irgendwas nicht erledigt? Nö. So. Biomann auf jeden Fall. Können wir noch nicht rekrutieren. Und die Serverwüste halt zur alten Kabelbahn zum Kraftwerk Nummer 2. Ja, super. Wir haben eigentlich schon alles gemacht. Das Einzige, was noch fehlt, ist bei der Abzweigung beim Vulkan. Beim Logikvulkan. Aber das können wir jetzt unmöglich angehen. Sonst kommen wir nie mehr nach Hause, Mann. Wie viel habe ich eigentlich eingekauft? Vielleicht könnte ich jetzt noch zurücklaufen und mich eindecken. Items, darf ich mal? MP-Discs. Ja gut, ich probiere es mal. Items. Wo sind die jetzt hier? MP-Discs. Ja, super. Ich muss sie ja zuerst herrufen. So. Viel Spaß. Ja, ihr braucht die. Sonst könnt ihr nicht angreifen. Ist ja ziemlich öde sonst, ne? Dann stehen die nur in der Gegend rum und spielen Dummy, könnte man sagen. Hallihallöchen. Will einer von euch Stress? Ich hoffe mal. Aber wisst ihr was? Ich habe noch eine bessere Idee. Ich möchte jetzt gucken, wofür Kaputtiermann denn zuständig ist. Was kriegen wir von dem? Aber sag jetzt nicht, der ist auch in der Trainingshütte. Was kann man bei dem machen? Gibt er sein Lieblingsessen oder was? Das ist aber ziemlich unstylisch, wie ich sagen muss. Unkreativ. Auch. So ein Wort, was man dafür verwenden könnte. Und wir haben erst 1 Uhr. Dein Ernst? Das müssen wir gleich mal ein wenig beschleunigen. Gimons Haus. So, du bist zurück, Son. Ich habe Neuigkeiten. Kaputtiermann ist nach Floatien zurückgekehrt. Er ist verbessert. Es verbessert die Geräte im Trainingsraum. Größe der Stadt liegt jetzt bei 12. Langsam wird es besser. Ja, cool. 10er Stufe auf 10. Cool. Nice. Da habe ich schon beide gekauft. Das erhöht dein Leben noch mehr. Ach, das kostet 15, schade. Digi-Eye-Politur, Eifer-Injektion. Steigt der Übernahme bei Wiedergeburt um 2 Stufen. Okay. Behandlungsart. Kleiner Bonus während Digi-Freund-Boost. Aha. Nee. Was können wir denn eigentlich noch so erwerben? Am besten. Wie wäre es mit steigt den Effekt von Stärke und Gesundheitstraining? Ja, super. Klar, ich könnte beides machen. Aber trotzdem. Könnte auch benachteiligend sein. Steige Bindung und Digi-Freund beim Essen, beim Toilettengang und im Schlaf. Aha. Nicht schlecht. Die könnte ich auch beide machen. Steige den Effekt von Schimpfen und Lob.
Steigert TP, Erschöpfungserholung durch Schlaf. Ja, super. Jetzt wird es langsam kritisch. Aber ich kaufe mir zuerst mal das. Attribute werden weder. Was? Werte werden bei der ersten Digitation von Partner zu einem Digimon erhöht. Ja, auf jeden Fall. Warum nicht? Was ist hier? Oh, das wäre natürlich auch geil. Kostet einfach mal 7 belebender Läufer, ne? Ich glaube, ich kaufe mir zuerst mal das hier. Ne, hier drüben. Und dann gucke ich weiter. Frische Digitation. So. Das reicht dann. Dankeschön. Wir haben erst 13 Uhr. Unschöne Sache. Boah, wie einfach Metall Greymon groß ist. Was? Warum ist mein Inventar voll, Mann? Und wo ist eigentlich Kaputerimon jetzt? Im Trainingsraum? Wie soll der das Zeug hier verbessern? Inwiefern? Zeig mal, Kaputerimon. Ich arbeite hier. Ich rüste Trainingsgerät auf. Benutze Trainingsgerät oft Kraft sparen, stark kämpfen. Aha. Inwiefern? Inwiefern hast du das verbessert, Kollege? Zeig mal her. Leviamon. Keine Ahnung. Oder Mirashgau Gamon. Aber da musste ich Bindung auf. Ich glaube, ich komme auf Leviamon. Für ihn bräuchte ich 90 Bindung. Ja, auf jeden Fall. Dann mache ich das auf jeden Fall. Kein Problem. Und hier habe ich das Problem, dass ich nicht auf Boltmon kommen möchte. Ja, ich gehe mal auf Geschwindigkeit noch. Und was könnte ich bei ihm noch? Gewicht müsste ich bei ihm noch auf 65 schrauben. Und wie viel habe ich? 30 Kilo. Das ist ziemlich behindert. So weit komme ich nie hoch. Auf jeden Fall momentan nicht. Das ist ja einfacher, die Bindung zu erhöhen. Wo wurde das gerade verbessert? Ich sehe nichts. Kaputerimon. Aber gut. Okay. Nicht schlecht. Ihr wollt zunehmen, also kein Problem. So, rest einfach, bis ihr voll seid. Was ist denn los? Ihr seid K.O. Kein Problem, pennt mal eine Runde. So. Wir sind fast wieder soweit. Und wir sollten langsam uns mal an das Werk machen, Richtung Kraftwerk zu gehen. Mit unseren Ultra-Digimon. Jetzt wird's lustig. So, nach 24 Stunden kommen wir wieder. Und was passiert? Keine Ahnung, das werden wir sehen. Ich gehe hier durch. Ich glaube, ich habe es etwas übertrieben. Musste ich ganz ehrlich gestehen. Was mein Training vorhin anbelangt. Weil wir haben jetzt schon 5 Uhr. Und Numemon sind am Start. Ihr kleinen Hundekriecher. Ey, zum Glück habe ich keinen Numemon bekommen, sondern wieder Blue Meramon. Ich hätte gekotzt, wenn ich nochmal so einen Numemon gekriegt hätte. Oh, jetzt gerade? Dein Ernst? Nanano, kono hana, kimochi warui. Konna hana, mita koto nai. タオモンはこの世界にあるべきではない浮上データの種って言ってたもんね。きっとデジタルワールドの花じゃないんだよ。
ひまり、この花を持っていけばいいの？うん、種がどうなったか報告しろって話だったわ。摘んで何か起きるのも嫌だしね。そんな得体の知れない花は放っておいて、タオモンに見たままを伝えに行きましょう。はい。じゃあ私たちは先にタオモンのとこに行ってるね。Okay, Freunde. Die Saat ist gekeimt. Nimm mal kurz das Klo. Ich mag jetzt gerade nicht. Wo ist das Klo? Hier, 10 Stück. Hier, Kollege. Nimm mal. Ja, mach Boom, bada Boom. Im Klo. Sehr nice. Nö, was wollt ihr jetzt von mir? Tschüssi. Wir müssen mal nach Hause. Wir können morgen zu dem Kollegen gehen. Was ich aber gerne kontrollieren möchte, wäre das Item. Nö, das habe ich nicht gekauft. Gut zu wissen, weil dann hole ich mir das gleich noch. Wenn wir nämlich gleich noch zu Taoman gehen, können wir uns direkt zurückporten. Kostet zwar 800 Digi-Dollar, aber egal. Hauptsache, wir kommen an das Ziel. Oder an unser Ziel, so. Ja, klar. Und einfach, wie es immer an Nacht einläutet, ist einfach genial. Hier übrigens, durch den Tag läuft ein Numemon extra large rum, auf Level 10. Ist auf jeden Fall ein gutes Matchup, also wenn ihr auf dem Ultra-Level seid. Sonst nicht zu empfehlen. Das Ding macht euch trotzdem kaputt. Warum auch immer. Ihr habt es ja bei mir gesehen. Mein Numemon. Oder hatte ich einen Numemon? Ich weiß gar nicht. Oder hatte ich das Offscreen? Ich glaube, ich hatte das Offscreen, ne? Ich habe mir das nicht nehmen lassen und nochmal ja, Wemon neu gezüchtet. Oder so. Yo. Was machen wir nun? Noch ein bisschen Training, Kollege? Oder was meinst du? Ich glaube schon, ne? Ist am besten so. Und jetzt nochmal. Oh yeah. Jetzt einfach nicht sterben. Wäre so eine nice Scheiße. Und wie kann ich jetzt noch Stunden vergehen lassen? Sie sollen sich nur ausruhen, ne? Mehr nicht. Ja, gut. Fressen dürft ihr noch. So. Sehr schön. Was haben wir vielleicht noch freigeschaltet? Keine Ahnung. Gehen mal raus, vielleicht. Möchten sie noch ein Lob für ihr starkes Training? Nö, möchten sie nicht. Hätte ja überaus sein können. Aber ich glaube, jetzt haben wir endlich mal genügend verbraucht, um... Jo, unsere Tagesration abzuholen. Können wir hier auch noch was von dir haben? Nö, dürfen wir nicht. Dann tut mir leid für das viele Wechseln, aber mir ist noch gerade in den Sinn gekommen, dass wir zu Batamon noch gehen können und einlagern. So, Angriffsplugin erhöht den Angriff. Ich weiß nicht, wie man das abgeben soll. Keine Ahnung. Das nehmen wir mal und das nehmen wir. Das nehmen wir, von jedem einfach was dabei haben. Jo, das läuft dann. Und wir würden am besten mal uns morgen neu eindecken, sobald Tentomon wieder hier ist. Wollt ihr nicht langsam pennen gehen? Jo, pennt nochmal eine Runde, bitte. Wäre so cool. Hallo, es ist 23:30. Pennt ihr mal? Ich möchte eigentlich euch nicht mehr weiter trainieren so. Weil ihr könntet jeden Moment sterben. Ihr seid schon so alt, Kollegen. Das glaubt ihr gar nicht. Schlafen. Ja, wenn sie jetzt sterben, kann ich nichts für.
Dann ist einfach ihre Zeitspanne durch. So. Nö, das war noch nicht ihr Ende. Gut. Sehr korrekt. So. Dankeschön. Ich habe eure Bäuche gefüllt. Oh. Jo, jetzt wollen sie gelobt werden. Das ist doch auch mal was Schönes. So. Wir können von Palmon endlich, von Tanemon. Und von der Vorentwicklung endlich wieder was mitnehmen. Was ist hier los? Ja, ja. Habe ich euch schon vorgelesen, was? Bin ein bisschen in der, Logik Vulkanpark. Ja, könnte ich eigentlich hinrennen wieder, aber nö. Jetzt machen wir es uns auf den Weg. Jo, dann mal los. Ja, komm, 3000, das habe ich schnell eingenommen, Freunde. Das ist ein easy going Weg jetzt. Ja, jetzt sind wir auf dem Ultra-Level, Freunde. Nicht mehr so easy zu besiegen. Also beide sogar. Das wird lustig. Digimel. Rückkehr zu Taumann. Das war eine echt seltsame Blume. Machen wir uns jetzt lieber keine Gedanken darüber und kehren stattdessen zu Taumann zurück. Wir sehen uns dort. Yo. Bin schon auf dem Weg. Das ist kein Problem für uns. Oder? Jo, wir schaffen das. Ja, ich würde es sein lassen. Ich habe zwei Ultra-Digimon. Lass es lieber gleich. Eins ist schon in Ordnung, aber wenn man zwei hat, solltet ihr rennen. Definitiv. Das überlebt ihr nicht. Hi. Die nehme ich gerne mit. Super. Ölige Nuss. Die salzige ist ziemlich rare on fleek, muss ich sagen. Ich habe zwar auf meinem Spielstand endlich auch alles so bekommen, wie ich das brauche, aber trotzdem. Jo, Schamamon. Hi. Was ist überhaupt hier, Mann? Ich verstehe das nicht, Mann. Nach Feuerland. Nach Feuerland geht's hier lang. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ein Fugamon ist, glaube ich, auf dem Champion-Level. Das wird mir auch was. Gibt sicher irgendwie einen Bonus. Wie ein Angriffsplugin oder so. Wenn man das niedermäht. Aber so in der Gruppe warte ich lieber, bis ich so mal noch einen Wurf habe, was das Ultra-Level geschafft hat. Nö, ich habe mich nicht eingedeckt. Ich muss zurücklatschen, Mann. Ist doch echt behindert. そうか。花は咲いてしまったか。そう言ったでしょ。だ、花が咲いたのが分かって協力する気になってくれた。まあ引きずって連れてくつもりだけど。そうだ、気は進まぬが、あの化石デジモンと話をする必要を認めざるを得ないようだ。化石デジモン？デジモンのこと？さて、この術を使うのも久しぶりだ。 空間転用のゲート。私が過去に行ったことがある場所なら、座標を指定してゲートを開くことができる。もっとも、力の消耗が激しい。あまり多用できるものではない。どこに通じてるの？あの、お調子者のヒゲジジイのところだ。 ヒゲジジイって、ジジモンのことだよね。
ってことはフローディアに通じてるのか。タオモンはジジモンが嫌いなの？さあ、妙に当たりが強いのは確かだけど、ま、考えてもしょうがない。行こう、リッカ。それじゃ、お先。Oh yeah! Zuerst mal müssen meine Digimon aufs Klo, aber die können jetzt warten. Partner-Digimon. Oh yeah, Digimail. So, zurück in die Stadt. Hat mich echt aus den Socken gehauen, dass Tomon zurück ist. Jetzt können wir den Maschinenraum-Detektor bauen. Ich muss etwas mit dir besprechen. Komm auf eine kurze Unterhaltung in mein Haus. Yo, ich komme. Yo. Direkt hin. おお、ご苦労じゃったな。お前さんのおかげでこの偏屈者が久方ぶりに町に戻ってきよったまい。まったく、これだから年寄りは口の悪さは相変わらずじゃの。二人は知り合い？喧嘩友達といったところじゃ。それで、無限ドラモン探知装置とやらはどうなっている？こ基礎理論は完成して、プロトタイプの製作まではなんとかこぎつけたんじゃがな。かなり大質量の異質情報波でなければ探知できんし、探知範囲もせいぜいこの町の中までじゃ。ことはフローティアにとどまるような小さな問題ではなかろう。そうじゃな。先ほどイリーガルシードが芽吹き花を咲かせたと言うておったが、うん、そう、執行者だ。機能しておらぬか。最悪のケースじゃな。想像すらしておらなんだわ。しかしまだあれが動いていないと断定するわけにも。ちょっとストップ！自分たちだけが分かる会話はやめてくれない？おお、すまんすまん。デジタルワールドに世界の情報破損を防ぐ自浄機能のようなものが備わっているのだ。それが正常に働いていればイリーガルシードのごとき浮上は目を出すこともかなわなかったはず。それってつまり自浄機能が壊れちゃったってこと？そう考えるのが妥当であろう。その自浄機能ってのがまともなら無限ドラモンも出てこなかった。無限ドラモンが引き起こした異常事態なのか、異常が起きたゆえ無限ドラモンの発生なのか、測りようがない。断りが導いた因果であれば生還するつもりであった。世界そのものが歪みつつあるとあっては座して見ているわけにもゆくまい。手を貸してくれるのじゃな？やむを得ぬ。無限ドラモン探知装置とやらの製作は、無限ドラモンの探知装置を作るより自浄機能とかいうのを直す方が早いんじゃないの？それがあれば無限ドラモンもなんとかなるんだろ。無理じゃ。あれはわしらの手に負えるような代物ではない。そっか、いいアイデアだと思ったんだけどな。ねえねえ、リッカたちは装置が完成するまで一旦休み？いやいや、お前さんたちには引き続き住人集めをやってもらわねばならん。町が復興すれば様々な設備も揃い、この異常事態にも対応できるようになる。パートナーを鍛えることも忘れぬよう。探知装置ができたとて非難なくことが進むとは限らぬから。よし、雪村、トレーニングだ。心得た。それじゃあ私たちは町の外で困ってるデジモンたちを探そうか。
待て。お前にこれを渡しておこう。それは私が空間転移ゲートを開く際、行き先の座標を特定するために用いていた陰陽札があれば、この世界のどこにいてもお前の座標を特定してゲートを開くことができる。そして一度開いたゲートは私が消さぬ限りは消えることがない。消耗が激しいゆえ多用できるものではないし、お前の方からゲートを開くことはできぬ。使いようによっては便利なものとなるはずだ。コウタとヒマリにもやればよかろうに。意地悪じゃな。つまらぬことを言うな。陰陽札はこれ一枚きりしかないのだ。そんな貴重品を託すとは、ずいぶんお主を買っておるようだの。パートナーを2体も連れている上に究極体の無限ドラモンを退けたとあってな。まあそうじゃな、頼りにさせてくれ。Oh yeah, Freunde! Das waren ja Neuigkeiten, die reingerappelt wurden. Halali, Taumann ist jetzt bei uns, das finde ich sehr cool. Was haben wir gerade? Erst 12 Uhr. Wir haben also noch jede Menge Zeit. Was ist denn hier jetzt? Jimons Haus. Was denn losen? Da gerade nicht geredet, ne? Hey, du kommst genau zur rechten Zeit, Sunny. Ich habe mich gerade mit Taumann unterhalten. Dank dir wächst die Stadt endlich. Taumann ist jetzt hier und wir möchten, dass die Stadt noch größer wird. Wenn du noch mehr Digimon herbringst, brauchen wir viel mehr Platz. Außerdem brauchen wir hier den Detektor. Es wird also ziemlich eng. Ich möchte, dass mein Lehrling immer Meramon und Kyubimon vom Logikpark-Vulkan kommen und beim Wiederaufbau helfen. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, wird es nicht lange dauern, vielleicht sogar nur einen einzigen Tag. Es wird etwas dauern, aber ich glaube, das Warten wird sich lohnen. Okay. Wir müssen wen genau holen? Meramon und wen? Darf ich mal? Hier, ich muss dir über... Wenn du einen Moment Zeit hast, komm bitte zu mir ins Haus. Es dauert noch etwas, bis dahin sollst du dich mal für die Stadt suchen. Ja. Kann ich nochmal mit dir reden? Die gebaut wurde. Was, Taumann ist ein alter Bekannter. Als diese Stadt gebaut wurde, hat er mir viel geholfen. Der alte Mann braucht schon immer meine Hilfe. Was ich auch tue, ich werde ihn einfach nicht los. Okay. Ich muss auch so zwei vom Vella Vulkanpark mitnehmen. Nö. Ich brauche einfach nur Tantomon eigentlich. Kaufen. Autopilot zweimal, bitte. Nö, nicht 22 Mal, sondern nur 2 Mal, danke. Zum Vella Vulkanpark renne ich heute mal, würde ich sagen. Ich möchte nicht schon wieder 3000 Digicoins verwenden. Und ja, wie es hier so weitergeht, Freunde, das sehen wir morgen im nächsten Part. Wir haben schon 43 Minuten wieder. Und ja... Haben heute viel gesehen, für meinen Geschmack. Bis zum nächsten Mal. Tüdelö!